Ziel erfassen und dann feuern. Ist es schon soweit? Haha. Mein Leben für das Reich. Raumschiffbau abgeschlossen. Dies ist nun meiner. Begeben Sie sich an diese Koordinaten. Und das ist super cool, ich kann tatsächlich mit allen... Raumschiffbau abgeschlossen. Ist es schon soweit? Kann die Subbombenwellen abschießen, wie geil ist das denn? Romulaner finden immer einen Weg. Wie geil ist das denn? Ich kann Subbombenwellen abschießen. Wir benötigen Reparaturen. Das ist ja richtig geil. Das habe ich vorher, glaube ich, nie gemacht, auf die Idee gekommen und generell, aber dass ich jetzt echt deren Spezial zünden kann, das überrascht mich fast. Griffon meldet sich zur Stelle. Andererseits, ich meine, die haben keine extra Forschungsstation, diese Schiffe. Ziel wird zerstört. Die sind halt einfach, wie die sind, ne? Deswegen ist es vielleicht ganz klar, dass man keine Forschung braucht, aber irgendwie trotzdem krass. Jetzt kann ich einfach deren Superwaffe übernehmen. Ich kann zu diesen Jack-Eng-Schiffen zu den Klingonen fliegen und... Und genau das werde ich natürlich auch tun. Gar keine Frage. Speichern. Das scheint mir doch ganz sinnvoll zu sein. Wir sind fertig. Ja. Bereit zum Bauen. Dann muss ich ja gar kein Phönixschiff bauen. Das ist ja sehr ähnlich. Also, die schießt eine Welle nach vorne, die ziemlich disruptiv ist, und das Phönixschiff, das explodiert hat und macht um sich herum eine ähnliche Subraumwelle. Raumschiffbau abgeschlossen. Natürlich der Nachteil des Phönixschiffes dagegen, dass die dich ranfliegen müssen. Oh. Das bleibt den klingonischen Schiffen erspart. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Hauptsache. Zu Befehl. Anders als mein die Romulaner, Klingonen. Romulaner finden immer einen Weg. Ja, drücken oftmals aus. Wahr. Könnte ich theoretisch besiegen, alles. Wir haben den Feind angegriffen. Hat gerade Bumm gemacht, was? Was? Was ist hier los? Nichts wird übrig bleiben. Warum? Hä? Wieso hab ich auch mal gesehen? Was soll das denn jetzt sein? Oh Mann. Ziel wird zerstört. Na, so ein Schrott aber auch. Hä? Und oh nein! Die kam getarnt an. Und deswegen sind jetzt alle wir kaputt. Oh. Ah, Moment zurück. Griffon meldet sich zur Stelle. Ich brauche mehr Leute hier. Wir benötigen Reparaturen. Ach, fuck, ey. Weil die getarnt ankam und aufgrund des Patches. Zu Befehl. Also eher eine Mod als ein Patch, würde ich inzwischen behaupten. Antrieb aktivieren. Ging das halt kaputt, man weil Explosion des Schiffes und so weiter. Hatte ja letzte Folge irgendwie erwähnt. Oh nein. Schiffe explodieren einfach Antrieb und dann geht's ja kaputt. Und machen Schaden. Inakzeptabel eigentlich, was solches. Was zum. Oh nein, eins ist getan von uns. Oh. Einer war nicht getan. Station wird angegriffen. Weil ja einer immer außerhalb der Reihe tanzen muss. Ist auch völlig normal. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Komm mal mit hier. Ein Leben für das Imperium. Siehst du ja vergessen, dass ich zu erforschen mit der Tachyon-Gitter-Blabla. Auch wenn offenbar meine Gegner sich gar nicht tarnen, obwohl sie es könnten. Aufklärer ist halt bloß ein Stelle. NPC, ne? Mal hier. Gut, hier muss ich kein Dingsschiff hinschicken, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Ja, das dazu. Ah. Und kaputt und tot. Aufklärer zur Stelle. Ja, sie haben zumindest jetzt die Möglichkeit, mich zu erforschen. Bringen Sie uns zur nächsten Werft. Habe ich noch einen Warbird hier in Reserve? Scheint nicht so. Aber ich rüste mal schon mal nach. Ah, doch, einer ist noch da. Warbird meldet sich zur Stelle. Dann nehme ich mal meine Warbird-Flotte, mache den Außenposten kaputt und schieße dann darauf mit den Subraumwellen. Das wird richtig gut. Unser Tod wird nicht vergeblich sein. Genau, das ist nämlich selbst ein bisschen, was sie machen. Wenn die abschießen, ihre Subraumwelle, sterben sie selbst davon. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Ich glaube zwar, der Schild ist jetzt Quatsch, aber ist egal. Guck mal, hier sind schon Borg. Borg, die angeblich Schaden haben, aber jetzt ist es repariert, wie es aussieht. Warbird meldet sich zur Stelle. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Mich enttarnen, ist mich tot, das ist natürlich richten auch Quatsch. Richten Sie alle Waffen auf das Ziel. Wir haben den Feind angegriffen. Ja, erstmal das dann, das wehrt sich nämlich, das wehrt sich nicht. So. Verstanden. Was ist hier los? Oh nein! Ach komm schon! Mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Ach komm schon! Ist es schon soweit? Antrieb ausgesetzt, ich halte dich aus. Abgeschlossen. Warbird meldet sich zur Stelle.
Phitum! Kommt ein einziges Schiff angeflogen. Griffon meldet sich. Ein einziges Schiff. Ziel wird zerstört. Wir sind fertig. Oh nein, hätte echt das eine. Oh, ich halte das nicht aus. Nur ein bisschen weiter. Der hat echt das eine Schiff zerlegt. Mein Leben oh Mann. Für das Reich. Antrieb aktiviert. Ich halte das ja nicht aus. Er fällt mir auf. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Klingonen besiegt habe, muss ich die Borg besiegen. Vielleicht soll ich doch meine Bellen für die Borg aufheben. Greifen Sie diese so gesehen hätte ich ruhig die Klingonen nicht angreifen können. Angreifen lassen können. Wenn ich drüber nachdenke. Feuern Sie mit allen Disruptors. Aber ja, ich bin ziemlich sicher, die Borg habe ich danach an. Richten nach der ganzen Sache hier. Auf das Ziel. Raumschiffbau abgeschlossen. Pass auf. Wir sind fertig. In weiser Voraussicht schicke ich dich mal. Ich sehe gar nicht so viel von denen. Direkt hier hin. Unser Tod wird nicht vergeblich sein. Dann könntest du direkt die Schockwelle nach oben schicken und zwei der Sachen von denen mitnehmen. Wäre vielleicht ganz mein sinnvoll, Leben für das Reich. Bevor ich hier weitermache. Ich speichere auch einen extra Spielstand, weil ich habe schon ein Schiff verloren, was ich gar nicht wollte. Nervig. Ich bin auch der Meinung, die sind normalerweise sehr viel langsamer gewesen als hier in diesem Spiel. Die sind so schnell geworden. Romulaner finden immer einen Weg. Ist es schon soweit? Im Originalspiel waren die einfach langsamer. Hundertprozentig. Kurs wird gesetzt. Mein Leben für das Imperium. Das ist abnormal schnell, was die hier drauf haben. Mein Leben das Tempo für das Imperium. Ist nicht in Ordnung. Fortfahren mit Schiffsbau. So. Niemals aufhören mit der Produktion, ja? Ich könnte auch theoretisch schon ein paar von meinen Leuten da drüben zu. Raumschiffbau abgeschlossen. Da machst du nichts mehr. Bestätigt. Oh, auf allem Weg sind, ich verstehe. Weiter zu den Koordinaten. Nicht so schlau. Kannst du ja auch tarnen, ne? Für das Reich. Ja. Eine rote Tarnung statt der komischen, aber ist egal. Sollte ich aber nicht ganz dicht dran schicken an meinem Schiff da oben, denn sonst gehen die auch von der Welle kaputt. Das ist natürlich auch nicht, was ich haben möchte. Zu Befehl. So, ihr bleibt da. Mein Schiff ist angekommen. Ich speichere nochmal und greife jetzt die Klingonen und mache sie kaputt. Was ich da habe an Flotte reicht ja völlig aus, um die zu zerlegen. Griffon meldet sich zur Stelle. Man sieht aber, sie wehren sich gar nicht mehr, die Leute. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Da ist nichts weiter dahinter, außer der Station da oben. Ist ein bisschen Aua. Oh, zurückziehen. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Nein, nicht auf den. Den da wäre gut. Der ist kaputt. Na, Warbird meldet sich zur Stelle. Raumschiffbau abgeschlossen. Ich könnte natürlich meine Spielgeschwindigkeit runterstellen, da wäre sowas leichter zu machen. Mein Leben für das Reich. Wir warten kurz, so. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Verstanden. Ah, er kann wieder fliegen, er kann nur noch nicht schießen. Man braucht mehr Mut zum Was Leben ein als eklatanter zum Nachteil in der Schlacht Antrieb ist, wenn man nicht schießen aktivieren. Kann. Vor allem, wenn man spezial aktivieren möchte, um seine Schilde Antrieb wieder aufzuladen. Aktivieren. Das fällt dann erstmal flach. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum so, Sterben. So, Angriff auf das da. Angriff auf Sie das mit da. Allen Immer die kleineren Sachen zuerst, man braucht ja? Mehr Mut zum Leben Hallo. Als zum Sterben. Hallo. Wir oh Mann. Angegriffen. Ich klick drauf mehrfach, dann passiert nichts. Warbird meldet das ist krass, hier nicht abschießen. Oh, super. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Freut mal Spezial, bitte. Was Shortcut hier eigentlich für? F4. Sollte ich vielleicht eher drücken als das andere. Verstanden. F4. Raumschiffbau abgeschlossen. Das Klicken ist offenbar echt verzögert. Ach, eine Schockwellenwehr. Guck einer an. Ist ja noch besser, als ich erst dachte. Mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Zack, 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 bumm. Mein Leben für das Reich. So eine Schockwellenwehr, oder? Ich glaube schon. Mein Leben für Wenn ich die erstmal habe, kann ich mir die ja sonst wie oft holen. Greifen Gut, ich meine, das ist Quatsch. Ich habe ja meine Phoenix-Station auch notfalls. Raumschiffbau abgeschlossen. Leute raufbeamen, bitte. Mein Leben für das Reich. Ja. Ich kann sie mir jetzt auch so holen. Na, Fortfahren mit Schiffsbau.
Kann ich euch da reparieren lassen? Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Kann ich nicht. Man braucht mehr Mut zum Leben. Hab ich auch nicht erwartet. Zum Sterben. Antrieb aktivieren. Da auch nochmal drauf. Wir haben den Feind angegriffen. Piu, piu, piu. Alles wunderbar. Mein Leben für das Reich. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Bisschen Schild ab. Es geht eigentlich total. Man ist Hammer. Hammer gute Fähigkeit eigentlich. Man kann so schnell Schilde regenerieren. Mein Leben für das Reich. Gerade hier, wo man Schiffe so schnell tot gehen, ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache eigentlich. Aber wenn sie es halt nicht machen, dann bringt mir das auch nichts. Das da möchte ich mir auch erobern, bitte. Kann man ein bisschen regenerieren danach, ist auch eine schöne Sache. Halt, stopp! Ah, das war aber knapp, mein liebe Leute. Leben für das Reich. Geht klar. Nein, hier oben. Hört auf. Geht klar. Nein, hört auf. Geht klar. Parieren. Geht klar. Meine Güte. Hier rauflauten. So. Hier wird schön gebaut. Da ja von den guten Klingonen keine Gegenwehr mehr zu erwarten ist, kann ich mich auch hier rüber begeben eigentlich. Begeben Sie sich an diese Koordinaten. Mit meiner ganzen Flotte schon mal aufstellen. Weiter zu den Koordinaten. Gegen die Borgsies. Ich bin ja hinterlistig, meine klar. Fahren Sie fort, Romulaner und so, ne? Ich muss hier an deren Haut Griffon reinschlüpfen. Meldet sich zur Stelle. Also, ich schicke euch mal eine Unterstützungstruppe, liebe Borg. Ne? Wir sind ja Verbündete. Und dann läuft das auch. So. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. War ich noch da drauf? Weiß ich nicht genau. Wow. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Shit, zu spät. Ah, bei mir ist einfach alle machen lassen, nicht nur auf einen warten. Ja, toll, das dazu. Meine Güte, wieder einen verloren. Geht klar. Wegen nichts eigentlich. Also die Zeit habe ich offenbar nicht bei der aktuellen Spielgeschwindigkeit, um zu switchen. Auf das Schiff und dann Spezial zu aktivieren, das bringt es einfach nicht. Okay, es dauert Ewigkeiten, meine Güte. Nee, die Geduld habe ich heute nicht. Wir sind fertig. Ich will die Mission halbwegs schnell über den Tisch ziehen. Ne? Fertig haben, also Schilde hoch und weiter und dann habe ich das mit den Borg und dann ist es vorbei. Weiter zu den Koordinaten. Der wird schon ordentlich Schockwelle nach oben absenden, dann passt das. Oh, die haben ein assimiliertes Dingens dabei. Schön für sie. Wir haben den Feind angegriffen. Ah, ist ja echt keine Gegenwehr von den Borg zu erwarten, wie es da aussieht. Verstanden. Nächste, also Leute, greife mal die Prioritätsziele an hier bitte. Ja? Hallo, die auch Schaden machen. Idioten. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben. Verstanden. Hier, noch was zum Erobern. Wir haben das restliche Dilithium aus diesem Sektor. Macht nichts, wir haben ja andere Mittel und Wege. Ja, genau das. Alle biologischen Einheiten wurden eliminiert. Übergeben Sie das Omega-Partikel und bereiten Sie sich auf Ihre Assimilation vor. Glücklicherweise sind wir keine so großen Narren, als dass wir unser Schicksal besiegeln würden, indem wir dem Kollektiv das Omega-Partikel übergeben. Doch Sie haben den klingonischen Abschaum gut bekämpft. Sehen Sie dies als Anerkennung des romulanischen Sternenimperiums. Okay. Mehr bekommt er nicht? Jetzt doch gewonnen? Okay. Die hatten den gleichen Plan wie ich. Naja, ich habe auf die Romulaner gedacht, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf Schiffe. Sechs, sieben. An alle Schiffe. Angriff. Ich muss nicht selbst... Doch, oh nein, die sind dann natürlich genau da oben. Zurückziehen. Man braucht mehr Mut zum Leben als wie zum dumm. Sterben. Wir haben den Feind angegriffen. Feuerfrei. Anomalie im Subraum entdeckt. So, Angriff. Mein Leben für das Reich. Antrieb aktivieren. Cool, ich meine, das ist natürlich eine super einfache Mission auf einmal. Man braucht mehr Mut zum Leben. Wenn die alles dazukommt und dann, naja. Begeben Sie sich an diese Koordinaten. Das Lustige ist, es gibt ja immer noch Klingonen hier. Ich habe halt gar nicht alle besiegt und so.
Passt schon sogar da. Deswegen ging ich davon aus, ich hatte noch ein bisschen Zeit tatsächlich, aber nein. Ah ja, meine Supermission ist hier einiges aufgeräumt. Feuern Sie mit allen Disruptors. Die wir jetzt auch bereit, theoretisch. Mein schlauer wäre es gewesen vom Spiel, wenn ich schon so eine Überraschungsaktion machen, dass sie dann direkt ein Phoenix-Schiff da drin enttarnen lassen. Aber das hat ja keine Tarnung. Das wäre dann total über diese Waffe. Feuern Sie mit aber per se wäre das natürlich die Option schlechthin gewesen, um die auszulöschen, einfach so. Lass mal eben die kurz die Burg erobern, ja? Nee, ja, weiter nichts. Okay, das wollte ich wissen.